Einen wunderschönen guten Morgen Morgen. und herzlich willkommen zum ersten Talk im Server 5. Public Money, Public Code, eine wichtige Forderung auch für uns von der Foscon. Und Alexander Sander eröffnet heute den Tag mit dem Vortrag. Ich wünsche allen viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ich bin Alexander Sanner, ich komme von der Free Software Foundation Europe, bin dort Policy Consultant und verantworte eben auch unsere Public Money, Public Code Kampagne. In dem Vortrag heute möchte ich euch kurz die Kampagne vorstellen, möchte euch erzählen, was im Rahmen von freier Software und der Corona-Krise passiert ist. Und am Ende wollte ich noch einen kleinen Ausblick mit euch wagen auf die kommende Bundestagswahl. Das ist ja auch recht spannend, was hier die Parteien im Bereich freie Software vorhaben. Und damit runden wir dann heute den Sonntagmorgen ab. Kurz zur Free Software Foundation Europe. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt. Das machen wir jetzt seit 20 Jahren. Wir haben Geburtstag und sind eben im Rahmen dessen auch zum Beispiel mit unserer Public Money, Public Code Kampagne unterwegs, die wir vor, ja gut, jetzt 3,5 Jahren gestartet haben. Um nochmal kurz zu erklären, was freie Software eigentlich ist, habe ich dieses Comic hier mitgebracht. Ihr alle kennt ungefähr wahrscheinlich diese US Nuclear Chain of Command mit diesem berühmten Red Button. Und da ist aber eben die Frage, ne, was hat eben der Programmierer oder eben der Engineer hier gemacht, der eben diesen Red Button installiert hat. Also kann man eben nachvollziehen, ob hier eben diese Chain of Command eingehalten wird oder eben nicht. Also hier sehen wir schon mit diesem Comic, dass Transparenz ein sehr wichtiges Kriterium ist, immer dann, wenn es eben um Entscheidungen geht, die der Staat trifft. Und das ist natürlich auch eben im Bereich Software, also in einer immer zunehmenden digitalisierten Welt, von großer Bedeutung, dass wir als Bürgerinnen und Bürger eben auch verstehen, was die Software macht, die unser Staat einsetzt. Noch mal kurz, was ist freie Software? Freie Software zeichnet sich durch vier Freiheiten aus, dass man die Software verwenden kann, dass man sie verstehen kann, dass man sie verbreiten kann und dass man sie verbessern kann. Das bedeutet konkret, ich kann die Software für jeden Zweck verwenden, ohne jegliche Einschränkungen. Ich kann die Software uneingeschränkt untersuchen, also ich kann in den Code hineinschauen, kann also verstehen, was die Software tut. Das ist eben diese Transparenz aus dem Comic, was wir gerade eben gesehen haben. Darüber hinaus kann ich die Software verbreiten. Das bedeutet, ich kann sie eben auch wieder uneingeschränkt weitergeben, kopieren. Das heißt natürlich nicht, dass ich damit kein Geld verdienen kann. Also das freie Software bezieht sich nicht auf kostenlos, sondern eben auf diese vier Freiheiten, die ich jetzt hier vorstelle. Also man kann sie uneingeschränkt weitergeben und kann damit natürlich auch Geld verdienen, was natürlich auch viele Unternehmen machen. Und schlussendlich die vierte Freiheit, das Verbessern. Man kann auch modifizieren sagen. Also man kann eben an dem Code herumschreiben, man kann ihn weiterentwickeln und das können natürlich auch verschiedene Personen tun. Das ist jetzt eben dann keine Ownership, wie wir das zum Beispiel vielleicht bei anderen Projekten kennen. Also wann immer wir diese vier Freiheiten haben, verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern, reden wir von freier Software, die eben auch hin und wieder mal als Open Source Software bezeichnet wird. Nun stellt sich die Frage, warum soll man diese freie Software einsetzen? Wir hatten schon eben einen Hinweis mit der Transparenz, dass wir eben sehen wollen, was zum Beispiel Staaten tun. Und in dem Vortrag möchte ich mich auch hauptsächlich darauf konzentrieren, was eben Regierungen, Staaten, Behörden, Administrationen eben damit zu tun haben und warum insbesondere diese Einrichtungen eben auf freie Software setzen sollten. Und das ist eben so, dass wir immer dann, wenn wir vertrauenswürdige Systeme nutzen wollen, auch die Kontrolle darüber benötigen. Ja, unter diesem Stichwort digitale Souveränität wurde da in den letzten Jahren viel darüber diskutiert. Also wir wollen die Kontrolle über unsere eigene Software haben, die wir einsetzen, wollen digital souverän sein. Und dafür brauchen wir eben genau diese vier eben angesprochenen Freiheiten, um eben tatsächlich diese Kontrolle auch zu haben und dann auch ausüben zu können. Deswegen haben wir die Kampagne Public Money, Public Code gestartet. Wir wollen eben, dass immer dann, wenn öffentliche Einrichtungen, die ja von Steuern bezahlt werden, freie Software einsetzen oder entwickeln, diese dann natürlich auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und aber eben auch anderen Behörden. Und das bedeutet eben, dass die Mittel möglichst effizient eingesetzt werden sollen. Das bedeutet eben, wenn ich zum Beispiel, wir haben ja gesagt, wir können die Software auch verbreiten und teilen mit anderen. Wenn ich es einmal entwickelt habe, muss ich dann nicht immer wieder Lizenzgebühren dafür bezahlen, sondern kann eben diese Software so lange nutzen, wie ich möchte und eben auch an andere Behörden weitergeben. Das ist ein ziemlich wichtiges Kriterium.
Wir wollen uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen und das vor allen Dingen mal abgrenzen zu proprietärer Software, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was eben die Vorteile von freier Software sind, insbesondere wenn es eben um Regierungen, Staaten und Verwaltungen geht. Zunächst einmal ist das Problem bei proprietärer Software, dass es keine Interoperabilität gibt. Das bedeutet, dass wenn man einmal in diesem Kosmos dieser Software gefangen ist, dass man dort nur schwer rauskommt, dass man nicht mit anderen Anbietern, mit anderer Software zusammenarbeiten kann. Das ist dann oft mit Formaten ein Problem oder Ähnliches, sodass man eben hier in diesem Kosmos dieser einen Software gefangen ist und deswegen dann immer Folgeprodukte kaufen muss zum Beispiel. Und wir dadurch in so einen Vendor-Login geraten, sagen wir. Also in die Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern, die dann, wenn man einmal in diesem Kosmos gefangen ist, eine gewisse Macht ausüben können. Und das geht natürlich dann auch mit unberechenbaren Kosten einher, weil wir nicht vorhersehen können, welche Kosten künftig auf uns zukommen werden, ja, welche Geschäftsmodelle sich sozusagen der proprietäre Softwareanbieter noch einfallen lässt, um uns noch ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Wir müssen zum Beispiel für Upgrades, für Updates bezahlen, wann die kommen, wissen wir nicht, wir wissen nicht, wann eine Software ausläuft und deswegen sind wir eben hier eben dem Hersteller ausgeliefert und das geht natürlich dann mit unberechenbaren Kosten einher. Wir haben auch, das haben wir in der Corona-Krise gesehen, eine gewisse also Probleme mit der Akzeptanz von proprietärer Software seitens der Bürgerinnen und Bürger, da natürlich das Ganze intransparent ist und man zum Beispiel nicht weiß, was mit seinen personenbezogenen Daten passiert, wenn man die mit einer Software, wo man nicht in den Code reinschauen kann, benutzt oder Ähnliches. Dazu kommen wir dann später auch nochmal im konkreten Beispiel nochmal dazu. Ein weiteres Problem ist natürlich der klassische Lizenzkauf. Also man muss eben für proprietäre Software immer Lizenzgebühren bezahlen und damit sind natürlich auch Investments verloren. Also das Geld, was man für Lizenzen ausgibt, zum Beispiel könnte man auch in die Weiterentwicklung von Software stecken oder Ähnliches. Also diese Gelder sind dann schlichtweg einfach verloren und können eben, wenn man ein IT-Budget hat, eben dann nicht mehr in die Weiterentwicklung von Software zum Beispiel investiert werden. Schlussendlich gibt es natürlich auch immer Sicherheitsbedenken. Also da, wo ich mir den Code nicht genau anschauen kann, lauern natürlich Backdoors und Sicherheitslücken und natürlich ist man dann auch hier wieder auf den Anbieter angewiesen, dass er diese dann eben entsprechend auch schließt für uns. Das kann man dann eben ob der Lizenzen nicht selber tun und hier wollen wir uns jetzt eben im Vergleich mal freie Software anschauen. Wir haben eben die Interoperabilität weil alles offen ist und weil wir eben immer offene Standards haben. Das bedeutet, die Softwaren können auch anbieterübergreifend miteinander kommunizieren. Man kann eben auch anbieterübergreifend miteinander arbeiten. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, vor allen Dingen, wenn man mal einen Anbieter wechseln will. Dadurch hat man natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit durch diese freien Lizenzen. Also ich hatte es schon kurz angedeutet, man kann Anbieter wechseln, man kann Teams wechseln, man kann eben von einem zum anderen gehen, man kann neue Leute hinzubringen, abziehen und so weiter und so fort. Man ist hier eben deutlich flexibler, als wenn man zu einem proprietären Anbieter geht. Schlussendlich ermöglicht freie Software auch Kollaboration und das ist ja eigentlich der Riesenvorteil von freier Software, dass wir eben zusammenarbeiten können, dass eben zum Beispiel auch Verwaltungen zusammenarbeiten können, die ja doch eben immer wieder den mehr oder weniger gleichen Bedarf haben. Also eine Hundesteuer zum Beispiel muss in jeder Verwaltung eingetrieben werden, dafür braucht es irgendeine geartete Software. Warum soll die eben immer wieder einzeln eingekauft werden, wenn man doch hier eben zusammenarbeiten kann, die gemeinsam entwickeln kann und dann zum Beispiel nur noch das Logo mehr oder weniger der Stadt austauscht. Als Beispiel. Das Ganze ist eben auch furchtbar transparent. Eben, man kann sich den Code anschauen. Das führt natürlich auch dazu, dass es zu einer Akzeptanz kommt, weil ich eben nachvollziehen kann, ob eben diese Software genau das tut, was sie tun soll und nichts darüber hinaus, ob zum Beispiel eben Grundrechte wie Datenschutz oder Ähnliches, das Grundrecht auf Privatsphäre eingehalten wird. Was wir auch sehen, ist immer dann, wenn Verwaltungen auf freie Software setzen, werden vor allen Dingen lokale IT-Unternehmen gestärkt, denn man muss eben nicht mehr von den Big-Tech-Unternehmen einkaufen, die dann vermutlich noch nicht mehr in Deutschland sitzen, sondern man kann eben mit lokalen, kleineren, mittelständischen Unternehmen zusammenarbeiten und hier eben freie Software entwickeln. Das stärkt dann natürlich auch die lokale Wirtschaft, was natürlich auch ausgesprochen positiv ist. Und schlussendlich haben wir eben durch diesen überprüfbaren Code auch die Möglichkeit, Sicherheitslücken zu finden, zu entdecken und die dann eben auch umgehend zu schließen, ohne dass wir hier eben wieder zu einem Anbieter zurücklaufen müssen und auf dem sein Goodwill angewiesen sind.
Also mit diesen Vorteilen sieht man, glaube ich, ganz deutlich, warum man eben für insbesondere eben als Staat auf freie Software setzen sollte. Das gilt natürlich aber auch für Unternehmen und für den Privatgebrauch. Wir haben daher eben diese Kampagne Public Money, Public Code gestartet, wo wir eben von sämtlichen Verwaltungen in ganz Europa fordern, dass sie sich eben auf freie Software spezialisieren sollen, dass sie auf freie Software setzen sollen. Und dann immer, wenn öffentliche Gelder investiert werden, sollte eben dann auch die Software als freie und Open Source Software veröffentlicht werden. Mit dieser Kampagne sind wir recht erfolgreich. Wir haben mittlerweile weit über 100 Organisationen, die diese Kampagne unterstützen, weit über 30.000 Einzelpersonen, die diese Kampagne unterstützen und worüber wir uns sehr freuen, auch einzelne Verwaltungen, die das schon unterstützen, darunter zum Beispiel das schwedische Arbeitsamt oder die Stadt Barcelona. Also die Adressaten unserer Kampagne nehmen das sehr wohl wahr und finden das auch zum Teil eben eine gute Idee und schließen sich dieser Forderung an. Und im Rahmen dieser Kampagne versuchen wir natürlich auch klassische Interessenvertretung zu machen, also mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik zu sprechen und sie davon zu überzeugen, entsprechende Regeln zu erlassen. Nun wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, was eigentlich jetzt in der Corona-Krise passiert ist. Also in den letzten ein, zwei Jahren sind ja dann doch gerade im Anfang der Krise einige sehr interessante Dinge passiert, die eben Auswirkungen auf den Einsatz von freier Software haben. Und zunächst einmal muss man feststellen, dass halt globale Probleme auch immer mit ähnlichen Bedürfnissen überall einhergehen. Also diese globale Krise hat überall auf der Welt, im digitalen Bereich, aber eben auch in anderen Bereichen, ungefähr ähnliche Probleme aufgemacht. Sei es eben zum Beispiel, wie machen wir eine Konferenz in Zeiten von Corona, aber eben auch von Verwaltungen, wie können wir miteinander kommunizieren, wie können wir mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt bleiben, aber wie können wir natürlich auch unsere Verwaltungsabläufe weiterhin durchführen. Und natürlich eine große Frage am Anfang vor allen Dingen der Krise war, wie machen wir dieses Contact Tracing zum Beispiel. Es ist aufgefallen, dass hierfür eben spezielle Hard- und Software gebraucht wird, also dass viele Dinge auch erstmal neu entwickelt werden mussten, dass man sich neu drauf einstellen musste oder dass bestimmte Sachen auch einfach schlichtweg beschafft werden mussten. Also es ist in Deutschland, aber auch in Europa sehr schnell deutlich geworden, wo die Digitalisierung sozusagen ihre Problemfelder aufgemacht hat. Und hier hat man eben gesehen, dass es eben spezielle Bedürfnisse im Hinblick auf Hard- und Software gibt. Das war auch insbesondere in Firmen oder auch im privaten Bereich, haben das sicherlich viele mitbekommen, im Bereich Homeoffice, Remote Working, wie man sich hier eben entsprechend aufstellt und dann eben die schon angesprochenen Tracing-Apps. Gerade zu dem Beispiel Tracing-Apps möchte ich euch dann in den folgenden Folien noch ein bisschen genauer erklären, was hier genau passiert ist, weil das zeigt eigentlich exemplarisch ganz gut, wie man eben auf diese Krise entsprechend reagiert hat und welche Rolle freie Software hier gespielt hat. Die globale Lösung für solche Probleme ist natürlich wieder diese Interoperabilität durch offene Standards. Also das haben wir gesehen, dass es halt wahnsinnig wichtig ist, dass man eben auch in dieser Krise auch grenzübergreifend zusammenarbeiten muss und dass es hierfür eben elementar wichtig ist, dass man hier eben offene Standards hat und die Möglichkeit hat, eben tatsächlich zu kollaborieren, ohne dass man hier eben bestimmte Softwareprodukte einkaufen muss oder irgendwo ausgeschlossen wird. Also hier sind offene Standards enorm wichtig. Und wir brauchen eben diese Unabhängigkeit durch die freien Lizenzen, die es uns eben ermöglichen, auch zu kollaborieren. Auch das werden wir dann uns im Beispiel dieser Tracing-Apps nochmal konkret anschauen, was das bedeutet. Aber es ist eben elementar wichtig, dass wir gerade in solchen Krisenzeiten eben auch die Möglichkeit haben, gemeinsam Softwareentwicklung zu machen, weltweit und hier eben diesen Krisen zu begegnen. Und auch hier wieder haben wir gesehen, dass es durch transparenten Code dann auch zur Akzeptanz kommt, also dass Bürgerinnen und Bürger gerade auch hier in so einer Krisensituation dann genau wissen wollen, was jetzt eigentlich zum Beispiel so eine Software tut. Und man kann sämtliche Stakeholder beteiligen. Das geht eben weit über die klassische Softwareentwicklung im Sinne von wir schreiben Code hinaus. Es können sich eben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Richtungen beteiligen. Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen. Und diese Diskussion haben uns gezeigt, dass es eben enorm wichtig ist, dass es hier eben auch weit über die Codeentwicklung hinaus Leute an solchen Debatten beteiligt werden können. Jetzt wollen wir uns mal diese Tracing-Apps etwas
genauer anschauen. Wir sind relativ früh als FSFE in die Debatte eingestiegen und haben drei Forderungen an diese Apps gestellt. Die erste war, dass es freiwillig eingesetzt werden muss, also dass es keinen verpflichtenden Einsatz solcher Anwendungen gibt, dass die Grundrechte geachtet werden müssen und natürlich, dass es sich um Free Software, um freie Software, um Open Source Software eben mit diesen vier Freiheiten handelt. Mit dieser Forderung sind wir sehr, sehr früh in dieser Krise an die Politik herangetreten. Dann gingen auch zu dieser Zeit diese Debatten um die Tracing-Apps los und unsere Forderungen wurden erhört. Es gab in Deutschland, aber auch weltweit eine relativ große Diskussion darüber, über diese Tracing-Apps. Und als eine der ersten Organisationen hat sich die WHO, also die World Health Organization, dazu zu Wort gemeldet und hat eben ein Papier veröffentlicht, im Mai 2020 war das, wo sie eben gesagt haben, dass solche Apps vollkommen transparent sein müssen und dass sie eben als Open Source, also als freie Software veröffentlicht werden müssen. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, wie hier eben dann auch die internationalen Organisationen relativ schnell darauf reagiert haben. Die EU hat dann auch relativ schnell nachgezogen. Es gab eben dieses e-Health Network. Das ist im Grunde die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie die EU-Kommission, die sich in diesem e-Health Network treffen. Also es ist eine abgestimmte Position zwischen den Mitgliedstaaten und den europäischen Institutionen, die dann auch im April 2020 eben ein Papier veröffentlicht haben, wo sie spezifische technische Spezifikationen vorgegeben haben, wenn eben solche Apps von Regierungen, von Staaten, von Verwaltungen entwickelt werden, wie diese denn auszusehen haben. Und da war es eben auch ganz interessant, dass es dort sehr konkret hieß, dass sie eben offen als Open Source veröffentlicht werden sollen. Und hier hat man eben, was sehr auffällig ist, auch diese Argumente von uns aufgegriffen, dass man gesagt hat, also man muss diese Reusability, also die Wiederverwendung, die Interoperabilität, die Überprüfbarkeit des Codes, der dann eben zur Sicherheit führt, das sind eben Argumente und Gründe, warum eben bei diesen Mobile Tracing Apps auf Open Source Software gesetzt werden soll. Und das war doch ganz interessant. Also man ist hier sozusagen argumentativ auch deutlich weitergegangen als die WHO und hat eben, also es ist ein offizielles EU-Papier, also man hat das auch ganz grundsätzlich eben gesagt und das ist natürlich auch etwas, was uns in zukünftigen Debatten mit den europäischen Institutionen sehr helfen wird, weil wir hier eben auch diese Argumente der Kommission mit anführen können, die ja eben selber erkennt, dass eben diese Wiederverwendung und die Interoperabilität als auch die Überprüfbarkeit des Codes sehr, sehr wichtige Argumente sind, um eben freie Software einzusetzen. Und dann ist es natürlich nur schwer erklärbar, warum das in anderen Fällen dann künftig vielleicht nicht mehr so sein sollte. Es gab dann auch nochmal ein konkretes Papier von der EU-Kommission dazu, eine Implementing Decision, also wo man dann eben auch nochmal die technischen Spezifikationen aus der Kommission heraus an die Mitgliedstaaten kommuniziert hat. Und hier war eben auch nochmal die Argumentation vor allen Dingen auf die Interoperabilität gerichtet. Und das war ja gerade eben, wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, am Anfang der Krise, wo eben auch die Reisefreiheiten deutlich eingeschränkt wurden. Reisefreiheit ist ein Grundrecht, das muss man immer gut begründen. Und als dann diese Apps kamen, hat man auch relativ zügig festgestellt, ja, wenn jetzt die Leute natürlich grenzübergreifend wieder reisen wollen, dann müssen wir natürlich auch ein grenzübergreifendes Tracing anbieten können. Und deswegen braucht es eben Anwendungen, die es ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Also, dass zum Beispiel eine spanische Tracing-App mit der deutschen Tracing-App zusammen kommunizieren kann, ohne dass ich mir jetzt eben Spanischkenntnisse aneignen muss oder mir extra die spanische App runterladen muss oder umgekehrt. Und hier braucht es eben diese Interoperabilität. Und deswegen hat man eben sehr, sehr schnell gemerkt, dass hier eigentlich nur der Weg über einen gemeinsamen europäischen Weg gehen kann, der eben auf freie Software setzt, sodass hier eben jedes Land zwar noch seinen spezifischen Eigenweg gehen kann, zum Beispiel auch klassisches Problem, immer die Sprache entsprechend eben mit auf den Weg bringen kann und dann aber eben am Ende des Tages die Möglichkeit besteht, dass eben diese Apps miteinander kommunizieren können, dass es eben diese Interoperabilität gibt und ein grenzübergreifendes Tracing möglich ist. Also ja, die EU-Kommission, die europäischen Behörden relativ schnell verstanden, wo die Vorteile eben liegen, auf freie Software zu setzen.
Was es auch gerade im Beginn der Krise gab, waren viele Hackathons, die durchgeführt wurden. Hier wurde eben versucht, ja auch abseits des Tracing-Apps Universums Lösungen zu schaffen, die eben gebraucht werden, um dieser Krise Herr zu werden. Und einige dieser Hackathons haben eben von vornherein gesagt, wir wollen, dass sämtliche Lösungen, die hinten rausfallen, freie Software sind, andere nicht. Wir haben uns dann eben auch nochmal hier dezidiert an Regierungen und vor allen Dingen Veranstalterinnen von Hackathons gewandt und hier dafür geworben, dass man auf freie Software setzen soll. Das haben wir zum einen über soziale Netzwerke getan, ganz klassisch. Wir haben aber eben auch Briefe geschrieben und so weiter und so fort. Bei einigen hat das funktioniert, bei anderen wiederum leider nicht. Aber man hat eben gesehen, dass diese Debatte dazu geführt hat, dass es zumindest bei einigen Entscheidungsträgerinnen ein Umdenken gegeben hat. Und ja, da haben wir uns natürlich grundsätzlich sehr darüber gefreut. Und wir haben uns natürlich auch gefreut, dass diese Debatte so stattgefunden hat und dass es zumindest eben ja einen Ansatz gab, wo unsere Argumente verstanden wurden und wo wir auch klar gesehen haben, dass eben der Erfolg mit diesem Einsatz dann entsprechend auch kommt. Genau, jetzt wollen wir uns nochmal abseits von diesen Tracing-App-Debatten, ich sehe auch hier gerade ein bisschen im Chat, dass da nebenbei Diskussionen laufen, das fällt mir ein bisschen schwer, das sozusagen jetzt hier zu beantworten. Ich denke, wir haben am Ende des Vortrags aber sicher nochmal ein bisschen Zeit, auch das gemeinsam zu diskutieren, deswegen gehe ich jetzt erstmal nicht auf den Chat ein. Ich hoffe, das ist kein Problem und es sind keine Verständnisfragen. In einem weiteren Teil des Vortrags möchte ich mich jetzt mit freier Software in der Verwaltung einsetzen, also was jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch in Verwaltung über eben Tracing-Apps und Ähnliches passiert ist, passiert ist. Es gibt ja auch noch viele, viele andere Probleme und Anwendungsfälle. Ich hatte schon angesprochen, Homeoffice-Videokonferenzen, wie wir uns jetzt hier zum Beispiel treffen und Ähnliches, sind ja auch Fragen, die Verwaltung betreffen und die Digitalisierung muss ja trotzdem auch sozusagen über die Corona-Krise hinaus weitergehen. Das ist, glaube ich, mehr als offensichtlich geworden. Und ich möchte auf lokaler Ebene anfangen und dann eben Stück für Stück Richtung Europa- und Bundestagswahl gehen. Und hier ist ganz auffällig, dass Dortmund ein wirklich wahnsinnig tolles Beispiel ist. Hier hat man sich im Ende März diesen Jahres darauf verständigt, den Weg freizumachen für Public Money, Public Code. Es gab einen Beschluss in Dortmund, der von der Rat der Stadt getroffen wurde, und zwar parteiübergreifend. Also das ist schon wirklich beeindruckend, wo man sich eben dafür stark macht, dass künftig von der Verwaltung beauftragte oder eben auch selbst entwickelte Software der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden soll. Also genau die Forderungen, die wir mit Public Money, Public Code aufstellen, also immer dann, wenn öffentliche Gelder im Spiel sind, soll auch die Software öffentlich sein. Das will Dortmund jetzt künftig genau so umsetzen. Man hat sich da eben jetzt mit diesem Beschluss auf den Weg gemacht. Seit vielen, vielen Jahren arbeitet dort die Gruppe Dofos in Dortmund eben am Einsatz freier Software, versucht die Verwaltung dort zu überzeugen und hat es tatsächlich geschafft, in dieser Zeit das Thema ein Stück weit zu entpolitisieren, möchte man fast sagen. Das sieht man eben daran, dass es hier eine fraktionsübergreifende Mehrheit gab. Sowas ist wirklich ganz außergewöhnlich, dass eben auch die Opposition sozusagen solch einem Antrag mitstimmt und man sich hier eben hinter Public Money, Public Code stellt, weil man eben in der Verwaltung in Dortmund erkannt hat, dass der Weg nur über freie Software führen kann, wenn man als Verwaltung unterwegs ist, und hat das jetzt hier eben in so einen Beschluss gefasst. Und wir sind natürlich ganz interessiert und gespannt, was denn ja jetzt hier in den nächsten Jahren entsprechend auch passieren wird. Dortmund hat sich natürlich auch auf den Weg gemacht, mit anderen Verwaltungen zu kollaborieren, also hier eben nicht alleine im Silo zusammenzuarbeiten, sondern mit anderen Verwaltungen zusammenzuarbeiten. Und da kann man sicherlich sehr gespannt sein, was hier in Dortmund künftig passiert. Gleichzeitig möchte ich sagen, es gibt auch andere Verwaltungen. Also Dortmund ist jetzt hier nur ein exemplarisches Beispiel, was ich mitgebracht habe. Auch in München hat man sich wieder darauf verständigt, auf freie Software zu setzen mit der neuen Regierung. Auch dort will man in Richtung Public Money, Public Code gehen. Es gibt auch, wie gesagt, viele Schwäbisch Hall und auch in Hamburg, in Schleswig-Holstein gibt es eben sehr viele Verwaltungen, die eben
nicht nur in der Corona-Krise schon davor sich auf den Weg gemacht haben in Richtung freie Software. Und wir sehen eben, dass immer mehr Verwaltungen in Europa sich von den Vorteilen überzeugen lassen und hier eben verstärkt auf freie Software setzen wollen. Ein sehr konkretes Beispiel ist auch die Stadt Bühl. Dort hat man relativ zu Beginn der Corona-Krise eben festgestellt, dass man ja Videokonferenzlösungen braucht, währenddessen eben viele Verwaltungen zu proprietären Anbietern wie Zoom gegangen sind. Also es war gerade zu Beginn der Krise ein sehr populäres Videokonferenztool und ist es sicherlich auch heute noch eben, haben Verwaltungen, aber eben auch wir oder andere Unternehmen zum Beispiel auch geschaut, welche Open-Source-freie Software-Anwendungen gibt es denn im Bereich Videokonferenzen, und die eine ist, gibt es ja sicher mehrere, aber die zwei bekannteren sind sozusagen Big Blue Button. Das ist da, wo wir uns jetzt hier gerade zu dieser Konferenz treffen. Das funktioniert ja auch ganz gut, wie wir hier gerade merken. Und die andere Möglichkeit ist eben Jitsi. Und hier hat sich eben die Verwaltung der Stadt Bühl auf den Weg gemacht und hat mit Palim eine Jitsi-basierte Videokonferenzlösung ins Internet gestellt, die eben von der Verwaltung selbst genutzt werden kann und soll, aber natürlich auch von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bühl, und weil es eben das Internet ist, natürlich auch weltweit von allen anderen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wie kurz und pragmatisch hier eben eine Verwaltung darauf reagiert hat, dass eben es einen Bedarf nach Open-Source-Videokonferenzanwendungen gibt und hier eben entsprechend diese Jitsi-Lösung mit Palim zur Verfügung gestellt hat. Das Ganze ist dann entsprechend eben auch datenschutzfreundlich. Gerade bei den proprietären Anbietern wie Zoom oder Teams oder Ähnlichen haben wir riesige Datenschutzprobleme. Es steht immer noch der Elefant im Raum mit dem Privacy Shield, also ein Abkommen mit den Amerikanern, wie denn mit unseren Daten umgegangen werden muss. Da das oft eben US-amerikanische Anbieter sind, fließen unsere Daten ja dann eben auch über den großen Teich. Und bei Open-Source-Software ist das eben zum Beispiel nicht der Fall. Insbesondere im Einsatz in Schulen, Universitäten führt das natürlich zu wahnsinnigen Problemen. Aber eben, wie gesagt, wir auch als Bürgerinnen und Bürger wollen natürlich am Ende des Tages datenschutzfreundliche Lösungen einsetzen. Und hier hat man eben zum Beispiel die Lösung der Stadt Bühl mit Palim. Im Übrigen wurde auch schon in mehreren Konferenzen jetzt in den letzten anderthalb Jahren gezeigt, dass eben freie Software auch durchaus große Konferenzen organisieren kann. Also wir sehen es hier mit der FrostCon, mit Big Blue Button. Wir haben es aber eben zum Beispiel auch bei der FOSDEM gesehen, die eben vorwiegend auf Jitsi und Matrix gesetzt haben, dass das eben auch mit Tausenden von Menschen ganz wunderbar funktioniert, stabil ist, eine tolle Usability hat und eben am Ende des Tages auch vor allen Dingen datenschutzfreundlich und transparent ist. Und hier sehen wir eben an diesen Beispielen, dass das eben auch für Verwaltungen ganz sinnvoll ist, hier auf freie Software zu setzen. In Europa hat man sich auch schon, das muss man zugeben, vor der Corona-Krise mit dem Einsatz von freier Software auseinandergesetzt. Allerdings war das immer so ein bisschen hemdsärmlich und vor allen Dingen in Projekten angesiedelt. Also man hat hier zum Beispiel das FOSSA-Projekt beziehungsweise das Nachfolgeprojekt, das FOSSA-2-Projekt gehabt, wo man eben versucht hat, Open-Source-Software, freie Software zu fördern. Man hat dort Hackathons und Ähnliches durchgeführt. Und seitens der Kommission, der EU-Kommission, hat man eben in den letzten Jahren festgestellt, dass der Einsatz von freier Software durchaus Sinn macht, insbesondere eben, wenn man eine Verwaltung ist. Und deswegen hat man sich im Oktober letzten Jahres auf den Weg gemacht und eine Open-Source-Strategie für die EU-Kommission veröffentlicht. Das ist insofern ein doch bemerkenswertes Papier, weil es sich eben dabei um eine interne Strategie handelt. Es ist also ein Papier, was von der EU-Kommission für die EU-Kommission geschrieben würde, also für sämtliche Generaldirektionen, für die gesamte Kommission, für ihren gesamten Verwaltungsapparat gilt eben jetzt diese Open-Source-Strategie, die eben veröffentlicht wurde und Ziele für die nächsten 3 Jahre setzt. Das Papier hat natürlich sehr viele Loopholes, also sehr viele Lücken, das muss man zugeben. Es gibt eben viele Einschränkungen,
wann man eben doch proprietäre Software einsetzen kann oder es gibt auch keine ganz konkreten Ziele, also wie viel freie Software man zum Beispiel in den nächsten 3 Jahren einsetzen will, wie viel Abhängigkeiten man reduzieren will oder ähnliches. Gleichwohl ist es aber eben erkennbar, dass mit diesem Papier eben ein Weg eingeschlagen werden soll, der eben auf freie Software basiert. Wer das ein bisschen genauer wissen will, ich habe dazu auch ein Interview mit den Kommissionsvertretern dazu geführt auf der FOSDEM was es eben bei uns auch auf den Videokanälen gibt, wo wir uns das nochmal ein bisschen detaillierter angeguckt haben, vor allen Dingen eben auch auf diese Loopholes nochmal genau eingegangen sind und hier geschaut haben, wie die Kommission das künftig lösen will. Aber man sieht eben anhand dieser Papiere, was ja dann eben sozusagen auch ja, ein halbes, dreiviertel Jahr später kam, nach diesen ganzen Tracing-App-Diskussionen, dass innerhalb von der Verwaltung in Europa anerkannt wird, dass freie Software durchaus ein Gamechanger sein kann und dass man hier eben grundsätzlich mehr auf freie Software setzen sollte. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen zurück nach Deutschland und wollen das dann auch gleich nutzen, um ein bisschen einen Ausblick zu wagen, wie es denn nach der Bundestagswahl weitergehen könnte. Auch in Deutschland ist man nicht untätig geblieben. Man muss ganz grundsätzlich sagen, dass vor allen Dingen kleinere Verwaltungen, also lokale Verwaltungen in Deutschland, sehr aktiv sind im Einsatz freier Software. Wenn man dann auf die Länder- oder auf die Bundesebene geht, vor allen Dingen, da wird es dann schon wieder ein bisschen dünner. Also auf der Länderebene hat man dann oft eben auch entsprechende IT-Dienstleister, die ja auch vermehrt auf freie Software setzen, wobei wir uns natürlich da auch mehr wünschen. Aber insbesondere auf Bundesebene wird es dann doch sehr dünn. Hier gibt es eben keine Strategie, keine Beauftragten, gar nichts Entsprechendes. Und wir versuchen natürlich hier eben entsprechend auch ja die Bundesregierung zu überzeugen, auf freie Software zu setzen. Im Rahmen dessen haben wir uns eben mit sehr vielen Vertretern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammengefunden und haben ein gemeinsames Code-Repository gefordert. Also wir wollen, dass immer dann, wenn eben öffentliche Software ja, entwickelt wird oder zur Verfügung gestellt wird, dass diese sich in einem gemeinsamen Repository wiederfinden kann, sodass hier eben vor allen Dingen die Kollaboration zwischen Verwaltung ein bisschen stimuliert werden kann, aber andererseits eben auch andere Verwaltungen erstmal sehen, was denn zum Beispiel in die Nachbargemeinde einfach schon heute einsetzt, welche Anwendungen gut funktionieren, wo es eben schon sozusagen Success Stories gibt, also Erfolgsgeschichten, wo man eben nachvollziehen kann, okay, diese Verwaltung hat bereits freie Software in diesem Bereich eingesetzt, hat damit gute Erfahrungen gemacht und dann kann man das natürlich auch machen. Und da wir ja mit unserer Public Money, Public Code Kampagne auch keine Migration von einem Tag auf den anderen fordern, also wir fordern eine schrittweise Migration immer dann, wenn etwas neu beschafft wird, immer dann, wenn eine neue Lizenz erworben werden muss, dann sollte man eben sich überlegen, okay, wollen wir nicht eben doch lieber auf freie Software setzen, um diese Abhängigkeiten Stück für Stück aufzulösen. Dafür eignet sich natürlich solch ein Repository ganz hervorragend. Und diese Idee, die wir eben gemeinsam, wie gesagt, mit Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft an die Bundesregierung herangetragen haben, ist dort auch durchaus auf offene Ohren gestoßen und hat dazu geführt, dass man eben jetzt ein Pilotprojekt durchführt. Das wird in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg durchgeführt und eben gemeinsam mit dem Innenministerium und hier auch natürlich mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI, gemeinsam entwickelt. Da ist man gerade dabei, dieses Pilotprojekt nicht nur zu entwickeln, sondern auch tatsächlich durchzuführen. Und Ziel soll es eben sein, dass man in den nächsten Jahren tatsächlich solch ein Repository für die Verwaltung zur Verfügung stellt und dass hier aber dieses dann natürlich auch Schritt für Schritt für die Community geöffnet wird. Hier sind vor allen Dingen rechtliche Fragen noch ein kleiner Blocker, um das mal so zu sagen, oder vielleicht auch kein kleiner, ein etwas größerer. Es ist natürlich so, dass viele Verwaltungen erstmal ein bisschen erschlagen sind von den Lizenzen, die mit freier Software einhergehen und Ähnliches. Das löst sich dann aber immer relativ zügig dann auch auf. Das ist zumindest auch unsere Erfahrung, wenn wir mit Verwaltungen reden, dass dann viele Probleme einfach neu sind für Verwaltungen, neue Fragestellungen auftreten, aber die eben ganz gut gelöst werden können. Das sehen wir eben klar am klassischen Beispiel, wo freie Software einfach eingesetzt wird schon in Verwaltungen. Also es funktioniert, es geht, man kann es eben auch
entsprechend ausschreiben. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Und es ist eben oft dann einfach der politische Wille, der fehlt oder manchmal vielleicht auch ein bisschen Angst. Aber wir sehen eben, dass dann solche Entwicklungen auch in den letzten Jahren immer mehr Richtung freie Software gehen und dass hier eben solch ein Repository helfen kann. Gleichwohl ist es natürlich niemals mit so einem Repository getan. Also man muss natürlich auch zum Beispiel eben die gesetzlichen Grundlagen schaffen oder ähnlich wie es zum Beispiel die EU-Kommission gehabt hat, sich eine eigene Strategie verpassen, damit man dann eben auch ein konkretes Ziel hat, worin man auf die nächsten Jahre hinarbeiten kann. Und deswegen wollen wir jetzt mal so einen kleinen Ausblick auf die Bundestagswahl machen. Zum einen treten wir natürlich als Free Software Foundation Europe hier als Akteur auf und fordern natürlich die Aufnahme von Public Money, Public Code in einen Koalitionsvertrag von einer nächsten Regierung. Darüber hinaus arbeiten wir natürlich aber auch mit anderen Organisationen zusammen, wie zum Beispiel bei dem Code Repository haben wir ein ähnliches Bündnis, auch aber konzentriert auf Zivilgesellschaft, jetzt vor einigen Monaten gegründet, wo wir uns eben mit 4 Forderungen für eine digital souveräne Gesellschaft an die jetzige Regierung und auch an die künftige Regierung wenden. Das sind eigentlich so ziemlich fast alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, die irgendwas mit Digitalen in Deutschland machen, dort vereint. Das ist ein sehr großes Bündnis, ein sehr starkes Bündnis, wie ich finde. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, dass wir uns da eigentlich relativ zügig auf einen gewissen Konsens verständigen konnten, nämlich diese 4 Forderungen. Und eine dieser 4 Forderungen ist öffentliches Geld, öffentliches Gut. Und hier fordern wir eben im Rahmen dieser Forderung eben auch Public Money, Public Code, also im Bereich Software. Das geht natürlich aber auch darüber hinaus, Bildungsmaterialien zum Beispiel oder Open Data und Ähnliches, wo wir eben für Staatsausgaben fordern, dass diese dann entsprechend immer dann, wenn eben öffentliche Gelder investiert werden, auch das Ergebnis der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollte, eben im Bereich Public Money, Public Code, die Software. Und mit dieser Forderung haben wir uns eben, wie gesagt, an die jetzige Regierung und aber eben vor allen Dingen auch an die künftige Regierung gewandt. Wir haben dazu auch schon einige Veranstaltungen gemacht, wo wir eben die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien eingeladen haben, sich dazu zu positionieren. Und das klang eigentlich vor allen Dingen in diesem Bereich doch immer ganz gut. Und wenn man sich dann so auch mal die Entwicklung der Parteien in den letzten Jahren anschaut, muss man feststellen, dass vor allen Dingen auch auf konservativer Seite viel passiert ist. Im Jahr 2019, also Ende 2019, gab es einen Parteitag der CDU. Und während dieses Parteitags hat man eben einen Parteitagsbeschluss veröffentlicht, wo man sich eben auch dazu verpflichtet hat, künftig mehr auf freie Software zu setzen. Das hat uns natürlich sehr gefreut, dass hier eben auch die größte konservative Partei Europas eben sich unsere Forderungen mehr oder weniger anschließt. Natürlich schränken die das immer alles ein bisschen ein und gehen natürlich nicht so weit wie wir. Gleichwohl ist es aber eben ein erster großer und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wir erhoffen uns natürlich davon, dass das jetzt dann nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Staaten, wo man vielleicht noch nicht so weit ist, ein Stück weit abfärbt. Aber vor allen Dingen auch Deutschland, weil man muss natürlich schon sagen, dass Deutschland auch europäisch hier ein bisschen hinterherhängt. Also wenn man sich zum Beispiel Italien anschaut, dort gibt es eben schon eine sehr, sehr gute freie Software-Gesetzgebung. Dort muss immer dann, wenn man keine freie Software einsetzt, begründet werden, öffentlich begründet werden, warum man das nicht getan hat. Und man kann dann mit dieser Begründung zum Beispiel auch dort zum einer Art Rechnungshof gehen und sich eben darüber beschweren. Ähnliches Sachen fordern wir natürlich auch für Deutschland, um das ein bisschen konkreter, ein bisschen handfester zu machen, was denn Public Money, Public Code dann sozusagen in einem Gesetzestext bedeuten könnte. Gleichwohl, wie gesagt, sehen wir, dass sich eben hier auch in Deutschland einiges tut. Und insbesondere haben wir uns gefreut, wenn wir dann eben einen Blick in die Wahlprogramme werfen. Denn hier, wir fangen chronologisch an mit dem Ergebnis, wie sie bei der letzten Bundestagswahl eingelaufen sind. Die Parteien möchte ich uns kurz vorstellen, was eben die Positionen in den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien sind, um eben dann ein bisschen mal am Schluss noch absehen zu können, wohin es denn gehen kann. Auch hier fordert die CDU, CSU eben in ihrem Parteiprogramm, dass man mehr auf quelloffene Lösungen setzen will, diese zum Einsatz bringen will, vor allen Dingen offene Standards und aber eben auch Open Data. Also es steht natürlich deutlich mehr in den Parteiprogrammen, aber das mal nur so eben, um ein ungefähres Gefühl dafür zu kriegen,
wohin die Reise denn so gehen kann. Bei der SPD hat man, das ganze Programm ist ja relativ knapp gehalten sozusagen, dann eben auch eine entsprechend knappe Aussage zu freier Software zu finden, aber es ist eben immerhin eine da. Auch hier setzt die SPD zum Beispiel dafür ein, dass Open-Source-Software, also freie Software eingesetzt wird und auch eben, ja, entwickelt und öffentlich zugänglich gemacht wird. Bei der FDP sehen wir zumindest im Vergleich zu den anderen Parteien die konkreteste Forderung, nämlich dass hier gesagt wird, dass man stärker als bislang auf freie Software setzen will. Also hier hätte man sozusagen mal noch eine Äußerung, die man zumindest ein bisschen konkreter fassen kann. Aber auch hier eben offensichtlich seitens der FDP ist man positiv eingestimmt und auch die Linke setzt sich für freie Software ein. Hier ist ein bisschen die Frage, warum jetzt sozusagen die Kommerzschiene so mit reingebracht wird. Gleichwohl ist es eben interessant, dass ja schlussendlich die Linke eben alle dazu verpflichten will, die für den Staat Software zur Verfügung stellen, diese dann eben auch als unter einer freien Software-Lizenz zu veröffentlichen. Also sozusagen, genau, auch die Forderung von Public Money, Public Code. Und die Grünen sind eben auch für Public Money, Public Code, sprechen sich auch für freie Software ein und werfen dann aber noch ein paar andere Kriterien sozusagen für die Beschaffung von Software mit ein, zum Beispiel Reparaturfähigkeit, Nachhaltigkeit und soziale Kriterien. Ein bisschen schwierig jetzt sozusagen abzusehen, wie dann ein Vergabeverfahren entsprechend aussehen soll, also ob dann zum Beispiel freie Software nur eines dieser Kriterien ist oder ob sozusagen freie Software das Kriterien ist und andere Kriterien wie soziale Kriterien, Reparaturfähigkeit, Datenschutz dann sozusagen hinzukommen. Gleichwohl stellen wir eben fest, dass sämtliche Parteien, die eine Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung in Deutschland haben, in ihrem Parteiprogramm, in ihren Wahlprogrammen auch eine Aussage zu freier Software haben, die eben immer darauf abzielt, dass künftig eben diesem Prinzip Public Money, Public Code gefolgt werden soll. Und deswegen ist natürlich schlussendlich unsere Forderung, die wir auch schon vor dem Wahlkampf aufgestellt haben, dass eine Formulierung zu Public Money, Public Code in den kommenden Koalitionsvertrag kommen soll, näher denn je. Es wäre das erste Mal, dass eine Bundesregierung sich dezidiert in einem Koalitionsvertrag damit auseinandersetzt. Und das ist natürlich auch unsere, nicht nur Hoffnung, sondern eben auch unsere klare Forderung an eine wie auch immer geartete künftige Bundesregierung, dass man sich eben hier auf den Weg macht und aus der Corona-Krise, aber eben auch aus den verschiedenen anderen positiven Beispielen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, erkennt, dass man eben nur mit freier Software als Verwaltung, als Staat, als Regierung weiterkommt und dass man hier natürlich sich auch entsprechend auf kommende Krisen entsprechend vorbereiten kann und hier eben für die Allgemeinheit mit freier Software wirken kann. Deswegen, wer es bisher noch nicht gemacht hat, möge diese Forderungen noch unterschreiben, wenn er sich denn davon auch überzeugt fühlt. Und ansonsten, man kann das eben auch als Organisation unterschreiben. Und wir haben natürlich auch im Rahmen der Wahl einige Aktivitäten, die man bei uns im Wiki findet, wie man sich einbringen kann. Also es gibt natürlich auch immer noch Möglichkeiten, jetzt im Wahlkampf zu versuchen, das Thema auf die Agenda zu heben. Man muss natürlich sagen, dass freie Software jetzt nicht das leitende Motiv eines Wahlkampfs sein wird. Es wird immer ein Nebenthema bleiben. Gleichwohl denke ich, dass eben die Argumente auf unserer Seite sind und dass es durchaus Sinn macht, hier eben mit künftigen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen den Kontakt zu suchen. Wir haben das schon bei einigen gemacht, haben da parteiübergreifend eben sehr positive Rückmeldungen gehabt. Und wenn man sozusagen nochmal den Bogen zur lokalen Ebene, zu Dortmund schlägt, wo eben ein parteiübergreifendes Bündnis, fraktionsübergreifend, regierungsübergreifendes Bündnis gesagt hat, dass man eben auf freie Software setzen will, dann sollte das auch, glaube ich, das sein, was man in ganz Deutschland machen sollte und auch in Europa, das Thema ein Stück weit zu entpolitisieren, die Vorteile zu erkennen und eben künftig verstärkt auf freie Software zu setzen und eben hier Stück für Stück die Abhängigkeiten, die über die Jahre entwickelt wurden, abzubauen und eben den Bürgerinnen und Bürgern transparenten Code zur Verfügung zu stellen und alle Stakeholder zu beteiligen, diesen weiterzuentwickeln.
Damit würde ich jetzt meinen Vortrag enden und dann hätten wir noch so 15 Minuten für Fragen und Antwort. Ich habe gesehen, dass es eben, wie gesagt, im Chat einiges gab. Da konnte ich jetzt nicht eingehen. Vielleicht können wir das jetzt noch mit abfrühstücken sozusagen zum Sonntagmorgen. Schau mal hier mit rein. Also die Gegenbeispiele für Akzeptanz wäre also die Luca-App. Das war sicherlich genau 10.15 Uhr, also zu Beginn, wo ich eben über diese Tracing-Apps geredet habe. Und also man muss natürlich bei dieser Luca-App sagen, dass das halt natürlich ja eine riesen Marketing auch dahinter stand und dass hier eben auch ja sehr, sehr viel Kritik auf die Luca-App eingeprasselt ist. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt benutzen wollen, müssen oder ähnliches. Und ich glaube, auch hier hat uns eben wieder zumindest die Diskussion darüber gezeigt, dass es eben ein Verständnis gibt darüber, dass wir eben ja, freie Software einsetzen sollten, weil wir eben nicht wissen, was diese Luca-App-Menschen mit unseren Daten machen. Es gab da auch einige Probleme am Anfang, gibt es, glaube ich, auch immer noch heute noch. Und ich glaube, es gibt durchaus andere Lösungen, andere Möglichkeiten, anstatt einer Luca-App, um das abzubilden, was diese App macht. Dann sehe ich hier das Beispiel mit dem Routerzwang. Genau, Routerzwang ist im Übrigen auch eine sehr interessante Debatte. Also momentan beschäftigen wir uns in Europa wieder sehr verstärkt mit dem Thema Routerzwang. Es gibt sozusagen eine Telekommunikationsreform, wo wir eben in ganz Europa jetzt gerade dabei sind, die nationalen Regulierungsbehörden zu lobbyieren, sich für Routerfreiheit einzusetzen. Also es gibt, um das mal kurz zu machen, da gibt es aber auch einzelne Vorträge bei uns, die man auch auf den Videokanälen bei uns findet. Es gibt eine Entscheidung der EU, dass eben ja im Grunde die Nationalstaaten entscheiden sollen und hier eben insbesondere die Regulierungsbehörden, also sowas wie die Bundesnetzagentur bei uns, darüber entscheiden sollen, wann eben der Network Termination Point ist, also ob jetzt sozusagen der Router, der das letzte Gerät ist, sozusagen, worüber der Provider die Macht hat und deswegen eben uns den Router vorgeben kann oder ob eben das unser Gerät ist und wir entscheiden können, welchen Router wir einsetzen wollen. Und wir sehen, dass über diese Entscheidung möglicherweise die Routerfreiheit wieder ein Stück weit aufgelöst werden könnte, auch in Deutschland. Also es gibt in Deutschland keinen Routerzwang mehr. Das könnte sich eben gegebenenfalls bald wieder ändern. Wir sind hier sehr aktiv. Wir haben auch ein Mapping erstellt. Momentan sieht es vor allen Dingen in Finnland ganz gut aus. In Griechenland auch, soweit ich weiß. In anderen europäischen Staaten steht uns da, glaube ich, aber noch ein etwas längerer Kampf bevor. In Österreich trifft man sich jetzt direkt nach der Sommerpause wieder zu diesem Thema. Also hier ist auch einiges los. Ihr könnt da gerne bei uns auf die Website fsfe.org schauen oder eben wie gesagt auf unsere Videokanäle bei PeerTube oder YouTube, wo ihr auch nochmal Vorträge genau zu diesem Thema Routerzwang findet. Auch ein sehr spannendes Thema. Kannst du dir auch einfach vorlesen? Ja, das wäre super. Danke, ja. Gestern hat Honka in der Keynote gefordert, dass es Kickbacks für Entwickler beim Einsatz freier Software für öffentliche Aufträge geben sollte. Wie siehst du das? Was wären Kickbacks? Also wie konkret kann man, also ja, was genau würde das beinhalten? Der Fragesteller tippt, Moment, Public Money. Also das quasi, wenn du in deinen so ich das verstehe, wenn du für einen öffentlichen Auftrag freie Software verwendest, kriegst du zusätzliches Geld, um diese freie Software zu fördern. Also ich, ja, müsste ich mal ein bisschen genauer drüber nachdenken und mich mal mit dem Honkhase dazu ein bisschen austauschen. Also weiß gar nicht, ob das vielleicht ein vergaberechtliches Problem sein könnte. Denn wenn man eine Vergabe macht, dann in Deutschland wahrscheinlich. Genau, schreibt man ja relativ genau vor, wie viel Geld es eben dafür zum Einsatz geben sollte. Und wenn man dann sozusagen on top nochmal was drauflegt, könnte ich mir das ehrlich gesagt ein bisschen schwierig vorstellen. Was ich mir eher vorstellen könnte, ist eben, dass man versucht, sozusagen den
zum einen diesen Markt mehr zu fördern und dass man eben auch sozusagen Geld in diese Communities lenkt. Und man sieht das ein bisschen bei diesen FOSSA-Projekten, was ich angesprochen hatte von der EU, wo man dann eben Hackathons durchgeführt hat. Und hier hat man Software identifiziert, die vor allen Dingen von der EU-Kommission selbst eingesetzt wurde und hat dann eben Leute zusammengebracht und hat gesagt, guck, das ist die Software, die wir nutzen, schaut doch mal nach Sicherheitslücken und stoppt die mal. Und dass man hier zum Beispiel eben mit Bug-Bounty-Programmen oder Ähnlichem zusammenarbeitet, das könnte ich mir eher vorstellen und sollte zumindest von den Vergabekriterien funktionieren. Gleichwohl finde ich den Vorschlag jetzt nicht uninteressant und werde mich dazu mal mit dem Honka so ein bisschen austauschen und mal reinhören, wie das konkret gehen könnte. Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Vorschlag. Gut, nächste Frage von Hamati. Wie sieht es mit freier Software für den Bundesclient bei der Konsensualisierung der Bundes-IT aus? Ja, never ending story. Also ganz grundsätzlich, es gibt so eine IT-Konsolidierung des Bundes und hier versucht man eben, ja, wie der Name schon sagt, irgendwie diesen Kraut- und Rüben-Wildwuchs, den man in den letzten Jahren da geschaffen hat, irgendwie auf eine gemeinsame Schiene zu bringen. Das Problem ist, dass, also ich glaube, bis zur Bundestagswahl da grundsätzlich erstmal nicht so viel passieren wird. Wir sehen, dass da jetzt auch das Finanzministerium mit dem Herrn Scholz drin rumwirbelt und der vor allen Dingen eben gerne auf eine Microsoft Cloud setzen möchte, weil es dann einfach irgendwie funktionieren würde. Das Ganze möchte irgendwie als Übergangslösung ins Leben schießen, bis man dann mal irgendwas hat, was dann tatsächlich freie Software sein soll. Also gibt es vor allen Dingen ein bisschen Kompetenzgerangel zwischen den Ministerien und natürlich auch eben jetzt ein bisschen Wahlkampf-Action, wenn man das mal so sagen kann, also wo man sich versucht, gegenseitig ein bisschen Steine in den Weg zu werfen. Das Ganze ist natürlich dem grundsätzlichen Ziel jetzt nicht besonders zuträglich, wenn man was konsolidieren will, wenn man dann auch noch gegeneinander arbeitet. Aber grundsätzlich denke ich, dass das Thema wieder ein bisschen interessanter wird oder ein bisschen, dass man da konstruktiver mit diesem Thema umgehen kann, wenn die Wahl rum ist und wir uns hier vielleicht dann entsprechend auch ein bisschen weniger wahlkampfartig miteinander auf Augenhöhe begegnen können. Grundsätzlich ist es so, dass der CIO vom Bund, der Markus Richter, der ja sozusagen auch ein Stück weit mit dafür verantwortlich ist, wie die IT des Bundes so aussieht, glaube ich, ganz offene Ohren hat für die Themen freie Software. Aber wie gesagt, ganz grundsätzlich ist das ein Riesenwildwuchs und eines der riesengroßen Probleme überhaupt ist, glaube ich, auch, dass man gar nicht so genau weiß, was man eigentlich hat und wo man eigentlich konkret hin will und was denn überhaupt wie man dann sozusagen da zu so einer konsolidierten Bundes-IT will und was dann da die Rolle der Länder und der Kommunen drin sind und wie man hier auch mit Europa zusammenarbeiten will. Also das wirkt mir noch an vielen Stellen sehr unausgegoren und ist aber auch wahrscheinlich eben diesen der zementierten Abhängigkeiten, die man über Jahre hinweg aufgebaut hat, geschuldet, dass da so ein Wildwuchs ist und das alles ein bisschen gruselig wirkt, aber wie der Max gerade schon schreibt, also Worst Case ist die neue Cloud von Windows und es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass es eben zumindest als Übergangslösung irgendwie eine Windows Cloud gibt. Also Windows ist da auch sehr, sehr aktiv und man muss auch sagen, also Windows versucht so ein bisschen oder Microsoft versucht eben die vor allen Dingen Deutschland als Markt zu verstehen und dort eben die Cloud in die Verwaltung zu bringen, um dann zu sagen, was in Deutschland funktioniert und datenschutzfreundlich und anhand der roten Linien des BSI, dieser ominösen Linien, entlang gebaut wird. Das funktioniert dann auch überall anders in der Welt. Deswegen ist es hier ein sehr hart umkämpfter Markt und man kann das nicht so richtig aber sagen. Microsoft ist doch jetzt mittlerweile einer der größten Verfechter von freier Software. Also es gibt sicherlich Bereiche, in denen Microsoft auch freie Software macht, aber als größten Verfechter würde ich die da sicherlich nicht unbedingt sehen. Okay, wenn ihr noch Fragen habt, kommt bitte aus dem Stream in den Speak-Club-Button und tippt sie im Chat. Wir warten noch kurz, ob es noch Fragen gibt. Ich sehe, dass Leute tippen. Honka hat gefordert, den militärischen oder sonst wie bösen Einsatz von freier Software in Lizenzen zu verbieten. Was meinst du dazu? Also
es gibt da auch eine sehr intensive Diskussion dazu auf unserer Mailingliste. Ganz grundsätzlich sagt halt die erste Freiheit, dass man die Software verwenden kann, und zwar für jeden Zweck uneingeschränkt, und das ist auch unsere Position dazu. Gleichwohl ist es natürlich, also ich verstehe die Problemlage dahinter, verstehe die Diskussion dahinter. Es ist aber, ja, sozusagen eine Einschränkung dieser Freiheit dann, und damit wäre es dann eben nach der Definition her keine freie Software mehr. Und ich denke, es geht in vielen Stellen auch eben in die Richtung, also eine ähnliche Diskussion hatten wir auch bei der Kontrolle von, ja, also Exportkontrolle von Technologien und Ähnliches. Also das sind so die wiederkehrenden Diskussionen, die wir da in dem Bereich, da Exportkontrollen jetzt nicht nur freie Software, aber das spielt da sicherlich eben auch mit rein, ob man dann irgendwo einen Vortrag halten kann, der im Internet ist, wo ich mir dann den Code quasi abtippen kann und Ähnliches. Ist das dann, fällt das dann unter eine Exportkontrolle oder nicht? Also ich glaube, es gibt andere Wege, als über die Software diese gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Probleme zu lösen. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen die Einschränkung der ersten Freiheit von freier Software dem Ganzen dann sozusagen so dienlich ist und ob damit die Probleme dieser Welt gelöst werden können oder ob man nicht hier einen anderen Weg gehen sollte. Aber wie gesagt, das ist eine Diskussion, die uns auch sozusagen jetzt nicht erst seit heute beschäftigt, die uns wahrscheinlich auch noch sehr lange beschäftigen wird. Und ich kann dazu einladen, sich da gerne bei uns auf der fsfe.de Mailingliste mit einzuschalten, wo die gerade sehr aktuell auch wieder diskutiert wird. Okay, vielen Dank. Ich glaube, das war's an Fragen. Okay, ein Tipp, Benedikt tippt noch, warten wir das noch ab. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, Max. Danke, Alex, super Vortrag. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wir können ja ruhig ein wenig, wir überziehen auch nicht mehr. Wir haben noch 4 Minuten in diesem Slot, und das, da wir auch im virtuellen Raum sind, will auch keiner mehr nach uns rein direkt. Genau, also wir können, ich habe noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir können uns gerne ein bisschen austauschen. Ansonsten ansonsten könnt ihr auch, glaube ich, gerne ins, wir haben die Kaffeetheke als virtuellen Raum, meine ich. Warte, ich gucke mal. Genau. Den Hörsaal, den Flur vom Hörsaal. Und wir müssen den Raum nicht lüften, ja, das ist super. Genau. Ich glaube, Benedikt hat noch gefragt, wie genau, die habt Parteien, ihr, genau. Habt ihr Erkenntnisse darüber, wie sehr die Parteien intern auf freie Software setzen? Also wir wissen ja, dass die CDU intern auf Software gesetzt hat, die zumindest nicht ganz sicher war. Genau, ich glaube, das ist auch weitestgehend der Stand bei allen anderen Parteien. Also ohne mich jetzt über das Thema Sicherheit da auszulassen, ist es doch so, dass die meisten Parteien, glaube ich, eher auf proprietäre Anwender setzen. Was aber ganz interessant ist, ist, dass die Wohlfahrtsverbände, angeführt von der Caritas, sich jetzt in den, ich glaube, es waren vor 2 Monaten ungefähr, dafür eingesetzt haben, dass eben auch mehr auf freie Software gesetzt werden soll. Und das könnte eben auch ganz interessant sein, wie zum Beispiel über die Wohlfahrtsverbände dann eben auch mehr freie Software in Organisationen, vor allen Dingen NGOs. Es gibt ja auch wahnsinnig viele NGOs, die ja durchaus mal überlegen sollten, mit welcher Software sie sozusagen unterwegs sind. Und wenn hier eben auch ein bisschen Bewegung reinkommt, dann kommt das sicherlich auch mal bei Parteien irgendwann an. Ich glaube, es ist als Partei einfacher, sozusagen für eine Verwaltung freie Software zu beschaffen, als für sich selber. Vielleicht müsste da hier eben auch noch ein bisschen sozusagen von den Verwaltungen entwickelt werden, damit wir dann auch Sachen haben, die eben auch von der Zivilgesellschaft eingesetzt werden können. Und dazu gehören ja da Parteien dann auch irgendwie. Genau. Ich glaube, Civi-CRM ist in dem Umfeld recht beliebt. Habe ich gehört. Und ich glaube, das war's soweit. Ein Tipper. Nee, nicht mehr. Dann danke ich recht herzlich, Alex, für den Vortrag. Sehr gerne, hat mir große Freude gemacht. Schön, dass du den Tag hier im Hörsaal 5 eröffnet hast. Und allen anderen Zusehenden noch viel Spaß heute auf der Foscon. Same hier. Viel Spaß noch. Danke. Ciao. Ciao.